Hallo und willkommen hier zu einer neuen Folge Minecraft Server. Wir spielen heute auf einem Server, aber es ist nicht so wie die anderen Serverfolgen, dass wir halt auf einem Server spielen und dann nicht mehr drauf, sondern wir machen hier draus eine kleine Serie. Und ja, wir spielen hier auf wendymc.de, das ist die Serveradresse und auch die also Internetseite. Und ja, ich habe hier schon länger drauf gespielt. Ich wollte euch bloß mal zeigen, was ich hier so mache und so. Ich könnte ja mal auf meinen Plot gehen oder nee, also am Anfang hat man immer ein Schwert, eine Spitzhacke mit Effizienz 1 und Unbreaking 1, eine Axt, eine Schaufel und Äpfel. Und komplette Lederrüstung mit Unbreaking. Essen wir gleich mal was. Und man kann sich halt einen Plot kaufen für 10.000. Das habe ich schon gemacht. Darauf habe ich auch schon viel gebaut. Hier habe ich ganz viel Zuckerrohr und so. Da hinten ist die richtige Farm dafür. Kann ich euch mal zeigen. Hier kann ich immer farmen dann. Und ja, worum geht es hier? Also hier geht es darum, dass man halt möglichst viel Geld kriegt und damit halt Sachen machen kann. Man kann auch in eine Mine gehen und halt sozusagen Erze farmen und so. Die kann man dann verkaufen, kriegt man auch Geld. Man kann hier in eine Klasse gehen. Da bin ich gerade, die heißt Benson. Und man hat auch, man kann auch in ein Haus gehen. Da bin ich Dragon Wings drin. Das zeigt es gerade nicht an, das wechselt immer so. Und hier habe ich halt so eine Gästeliste. Also erwünschte Gäste sind mein Vater, Mr. Perfect SA. Und noch Moritz, Master MM10. Falls Moritz so nicht in meinen Videos heißt, er spielt immer auf meinen anderen Computer, weil wir halt nebeneinander sitzen wollen und nicht, dass er zu Hause spielt und so. Plattform Mr. Perfect JA, das bin ich. Hi. Und die nicht erwünschten Gäste sind Pizza Service, Mr. Octopus 1, der hat mich nämlich gegrieft mal. Und ja. Ich habe hier eine kleine Nether-Warzen-Farm. Dann ist hier mein Mülleimer. Ne? Da kann ich immer Sachen reinschmeißen, die ich nicht brauche. Hier habe ich eine automatische Schmelzanlage. Das heißt jetzt, falls ich da irgendwie rohes Fleisch oder so reinkomme, tue, kommt das dann in die Hopper. Dann kommt es in die Öfen. Oh, hier ist sogar noch was drin. Ich muss mal Kohle nachfüllen. Dann kommt es hier in die Hopper, wenn es fertig ist. Und dann kommt es hier rein. Genauso das gleiche wie hier. Und dann habe ich halt noch mein Kistenlager. Das befindet sich hier. Hier sind auch noch mal ein paar Öfen. Die sind auch bloß zur Dekoration. Hier habe ich halt Items drin. Hier gibt es ein Enchantment, das heißt Laser. Das gibt es sonst nicht. Es gibt auch noch andere Enchantments, aber ich kann jetzt nicht alle aufzählen. Das macht halt, dass man Schneebälle schießt und die instant was abbauen. Die kann ich euch gleich mal zeigen. Ist saugut. Hier habe ich Eimer drin. Ja, hier auch, aber die müssen da rein. Okay. Hier. Nee, das Buch gehört da nicht hin. Das ist eine leere Kiste. Das kommt da rein. Ja. Dann sind hier halt verzauberte Bücher. Hier ist Scharfschütze noch so ein Enchantment, was es halt nicht so normal gibt. Selbstzerstörung 2 ist auch noch. Noch normale Bücher. Dann sind hier Tränke. Drops, irgendwie Natur, random, halt irgendwas.
Ist hier Essen drin. Das meiste ist halt noch in den Kisten unter den Öfen. Das bin ich so faul, es auszulagern. Hier sind eigentlich Erze drin, bloß ich habe die alle verkauft zurzeit. Und hier sind halt Blöcke und so drin. Ich habe ganz viel Wolle, wisst ihr warum? Ich habe auch eine Monsterfarm. Also bisher sind es bloß Tiere, aber ich kann dann auch noch Monster bauen. Dann geht man hier runter und hier spawnen halt Monster und sowas. Spawner kosten halt viel Geld, deswegen. Ja. Und Monster Spawner kosten halt noch mehr, deswegen kann ich die mir noch nicht leisten. Und das hier dann Mr. Octopus 1. Böse. Ja, das war's erstmal von meinem Plot und ich kann euch dann nochmal die Minen zeigen. Wir machen hier zum Spawn wieder. So, erstmal kann ich euch auch zeigen, hier ist der Markt. Also hier kann man sich so Sachen kaufen bei den Händlern und auch verkaufen. Hier kann man zum Beispiel Erze und sowas verkaufen. Hier hat jemand Kies hingelegt. Verkaufe ich gleich. Dann seht ihr hier mein Dings, mein Geld steigt. Und hier hat auch jemand Double Gem Booster gemacht. Das heißt, ich kriege doppelte Gems halt. Der verkauft so Bausachen halt. Das ist ein Landwirt. Der macht Karotten und so. Und hier kann ich euch mal Laser zeigen. Hier kann ich gerade nichts abbauen, weil das halt geschützt ist. Und das kann ich halt bloß dann in der Mine machen. Da gehe ich gerade hin. Es gibt hier halt auch Quests, womit man sich leveln kann. Ich habe mal bald mein nächstes Level. Und die Quests bringen meistens auch Geld und sowas. Aber ich bin gerade bei einer sehr schweren, die schaffe ich nicht. Deswegen, ja. Hier gibt es dann halt Erze, wie Diamanten und so. Kann ich dann hier alles abbauen? Ja, schön. Und bei 60%, man sieht hier immer so eine Anzeige, wenn ich was abbaue. Da wird die ganze Mine neu regeneriert. Also dann ist alles hier wieder neu. Kein Block ist abgebaut, dann kann man wieder losbauen. Aber ich warte jetzt nicht bis so viel. Jetzt habe ich das wieder verkauft, genau. Und Diamanten bringen halt sehr viel, ne? 417. Plus Double Gem Booster dann nochmal. Und dann gibt es noch die Warzone. Da kann ich mir halt. Ich zeige euch erstmal das Aha. Hier kann man halt so Sachen verkaufen. Ich verkaufe erstmal was, das überteuert ist, damit ich nicht in mein Inventar habe, falls ich sterbe. So, 1 Million Gems. Falls es jemand kauft, der ist dumm. Da habe ich zwar Geld, aber ja. Ich gehe hier gerade zu der Warzone. Da kann man, gibt es halt zufällige Kisten, die man zum spawnen. Und ja. Ja, die haben dann coolen Loot drin und so. Also coole Sachen. Ja. Das war's schon. Ich gehe jetzt gleich mal hier hin. Hier kann man dann auch andere schlagen und so, aber nur die, die in der Nähe von einem Level sind. Also da ist das Level nochmal. Und falls jetzt jemand 59 ist und 38, so wie ich jetzt, dann geht das nicht, weil keine Ahnung warum. Hier sind dann so Team Sachen. Das ist Golem Guts, den wollen wir nicht haben, deswegen dominieren wir den jetzt runter und dann kommen wir dran und können uns hoch dominieren, aber wir warten nicht so lange, deswegen. Wir ziehen einfach mal weiter und gucken nach Kisten. Weil vor der Aufnahme, als ich hier reingekommen bin, habe ich auch gesehen, dass jemand Chest Booster gemacht hat. Das ist halt, dass ganz viele neue Kisten gespawnt werden und da können wir uns vielleicht noch eine schnappen.
Ja. Wir hören dann auch bald auf. Die Folge wird heute nicht so lang. Tut mir leid, aber ja, ich habe heute noch andere Sachen zu tun. Und ja. Ja, oh, da sind welche. Die sind sehr gut ausgerüstet im Gegensatz zu mir. Also hau ich mal lieber ab. Ich gehe einfach außen rum. Okay, keiner hat sich die Diamant-Pickaxe gekauft. Das sieht man dann im Chat. 2 Minuten hat man Zeit, um die zu kaufen. Aber um ehrlich zu sein, ich wollte auch gar nicht, dass die jemand kauft, weil Laser ist, glaube ich, sogar das zweitbeste Enchantment oder so. Oh, guck mal, jetzt werden wir hoch gemacht und falls es halt bis zu 100% ist, dann kriegt man Punkte oder sowas am Ende von Event oder so. Ja, brauche ich aber nicht. Ja, warum ich hier ganz nach hinten gehe? Hinten sind immer die meisten Kisten und auch die mit den besten Sachen drinne. Deswegen gehe ich gerade hier hin. Das ist, glaube ich, sogar schon die letzte Zone. Ja. Gucke ich hier immer in den Häusern, weil in den Häusern sind immer sehr viel. Ich spiele hier auf School Forum, falls jemand von euch den Server hier kennt. Hier gibt es 4 verschiedene Schulen. Ich bin halt School Forum. Nein, ich werde angegriffen. Ah, ich. Okay, ich bin tot. Ich bin so schlecht im PvP. Okay. Und das ist ein Bug halt, dass man halt trotzdem Schaden kriegt. Okay. Und der Chat gespammt wird. Ja, ich habe hier noch einen Freund drauf. Also den kenne ich nicht persönlich. Das ist bloß so, dass der halt mir eine Arbeit gegeben hat, dass ich immer bei ihm was farme. Und falls ihr wollt, können wir den dann auch mal ärgern. Also seinen Plot irgendwie kaputt machen oder sowas. Und der heißt Stefan 1474. Dann gehen wir zu. Bin ich jetzt dran? Eigentlich kann ich hier rauf. Doch. Oh. Ich kann Sachen abbauen. Aber kann nicht drauf. Warum hat er das so gemacht? Oh. Weißt du, was ich grabe? Oh. Okay. Kann ich das nicht einstellen? Nein, kann ich nicht. Aber wieso hat er das so gemacht? Ich bin doch sein Arbeiter. Ich will doch gar nichts tun, außer ihr wollt es, dass ich. Was für ein großer Plot. Na gut, ich gib's auf. Wir können ja mal ins Aha gucken. Hier sind gerade ein paar Sachen drin. Aha. Das war jetzt nicht gut, habe ich das Gefühl. Ja. Ist ja eigentlich nicht wirklich Gutes drin. Gehen wir mal wieder zum Spawn. Und können es ja noch mal 5 Minuten in der Warzone versuchen. Oder nur noch 3. 4 von mir aus auch. Und falls ihr, ihr könnt dann auch bestimmen, ob ich an mein Haus bauen soll, ob ich in die Warzone gehen soll, Kisten suchen, vielleicht auch mal selbst einen Chestbooster machen. Das kostet zwar echtes Geld, aber für euch kann ich das mal machen, falls ihr es unbedingt wollt. Oder ich gehe halt meinen
und rede einfach so ein bisschen. Ja, wir machen Quests. Ja, also ist hier noch. Oh, der ist mein Level sehr ähnlich. Der könnte mich töten. Der weiß, dass er mich töten kann. Das ist gar nicht gut. Gar nicht gut. Ab hier kann man geschlagen werden. Ich hab doch sowieso nichts. Was will der denn von mir? Du kriegst meinen Kopf nicht, du Schlaumeier. Geh noch weiter weg und ich hau ab. Walalalalalalalala. Hey, la. Shit, er läuft mir hinterher. Er läuft mir hinterher. Jetzt müsste ich Parkour können, aber ich kann es überhaupt nicht. Ah! Ich laufe wie. Oh. Wie OP. Ja, jetzt ist wieder ein Chestbuster. Aber wie OP ist der? Der hat mich mit einem Schuss. Mit einem Schlag K.O. gemacht. Was hat der für ein Schwert? Okay, wir müssen schnell wieder dahin. Wir wollen ja schließlich noch eine Truhe finden. Ja. Okay. Schnell, schnell, schnell. Ich weiß auch nicht, ob der Ton jetzt hier so gut ist, weil beim letzten Video war der jetzt nicht so gut und ich weiß nicht, ob das Headset hier gut ist. Ja. Werde ich ja dann beim Schneiden sehen. So. Ist der wieder da? Aber ich. Der ist gar nicht mehr da. Ist er nicht mehr da? Ja, dann kann ich gehen. Ich gehe, ich gehe, ich gehe. Da ist eine Kiste. Oh, shit. Der räumt alles ab. Ha, ich habe noch drei Schweinespawn-Eggs bekommen. Okay, in der ersten Zone hier ist Chestbooster. Ja, noch einer. Ich nehme alles. So, wir müssen noch mehr finden. Wir müssen noch mehr finden. Schnell, 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 schnell. Bevor die anderen irgendwas finden. Vielleicht hier im Haus drin irgendwo. Ach, da, ja. Sogar zwei. Oh mein Gott, School XP. School XP ist richtig gut. Okay, da war gar nichts drin. Oh, da ist noch einer. Dieses Haus ist übelst gut. Oh, hier ist noch so ein Enchantment-Gift. Ist halt auch noch eins. Ist hier oben eins? Eine Truhe? Nein. Oh, wir haben gerade voll abgeräumt. Drei Truhen hintereinander. Das war krass. In zwei waren bloß was drin, aber wir räumen hier voll ab. Hui. Wir müssen schnell noch irgendwas finden. Vor den meisten hier brauchen wir keine Angst zu haben, weil die halt besser als wir sind. Und dann ein höheres Level haben und so. Dieser Server ist von einem YouTuber, der heißt Banks. Vielleicht kennen einige von euch den. Der ist ganz cool. Ja. Ist hier unten noch irgendwo? Kisten, 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 Kisten. Okay, hier sind keine. Vielleicht auch im anderen Gang. Kisten. Nein, jetzt sind hier gar keine mehr. Habe ich jetzt alle auf einen Schlag im Haus abgeräumt, wo eigentlich ja 30 gespawnt werden müssten. Oh, hat er sich teleportiert? Wie geht das? Hat er sich teleportiert oder so? Geht ja eigentlich gar nicht, aber irgendwie muss es ja sein. Es war zwar der Chessbrot da gemacht hat, aber trotzdem.
Wie? Hä? War da eine Truhe? Nein, ich bin paranoid. Okay. Hier sind anscheinend gar keine mehr. Vielleicht ist der Chestbooster schon vorbei. Ich will da ist er. Ich will ihn töten. Oh, ich kann ihn töten. Aber ich werde es nicht schaffen. Sage ich doch. Jetzt habe ich all meine Items verloren. Schön. Okay, ich würde sagen, dann war es das auch für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt auch unbedingt, falls ihr noch irgendwas anderes wollt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao. Jo.